Hallöchen, schön, dass ihr wieder bei Britta schmeckt es am besten eingeschaltet habt. Ich mache einen Gurkensalat mit saurer Sahne und wir mögen den total gerne, einfach so zum Essen oder dazu. Wie man sieht, habe ich geistesabwesend Essig und Öl hingestellt. Leute, ich habe da irgendwie mein Gehirn abgestellt. Also Essig, Öl, no. Ich nehme noch saure Sahne. Also hobelt eure Gurken richtig fein. Ich habe eine rote Zwiebel genommen, das gibt dann noch so ein bisschen Farbe im Salat. So, Salz auf die Gurken, damit die richtig schön auswässern und lasst die im Moment stehen und dann könnt ihr die saure Sahne anrühren. Und irgendwann kapiere ich auch, dass Essig und Öl da nicht zu stehen haben. Also saure Sahne, dann nehme ich meine kleingeschnittenen Zwiebeln damit rein, eine Tüte von Kräuterpulver, ein Spritzer Süßstoff und mit Salz und Pfeffer nochmal abschmecken. Und das war's eigentlich schon. Dann müsst ihr die Gurken ausquetschen. Hier habe ich mein Gehirn wieder eingeschaltet. Schaut mal. Hui! Ich habe so eine Macke. Die Gurken jetzt schön ausdrücken. Richtig feste, dass der ganze Wasserquatsch da rauskommt. Und dann ab damit in die saure Sahne. Schwupsdi, wupsdi, ratzi, fatzi. Und zack, seid ihr fertig. Schmeckt super lecker im Sommer zum Grillen. Oder was ich total cool finde, ist, wenn man einen Braten macht und dann das ein bisschen mit zu den Kartoffeln und der Soße macht. Oh, ich finde das total cool. So, ja, lasst es euch schmecken. Lasst mir ein Abo da und einen Kommentar. Und ja, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüssi.